Paul und ich durften beide den Quellenbuff haben. Jo, ich hab'n. Dann melde ich uns direkt mal an. So, jetzt auch nochmal für mich hier. Wir sind gerade im Stream. Ich nehme sie gerade nebenbei ein bisschen mit auf. Und da ich gerade noch einen Black Screen hatte in der S, warum immer, ist jetzt mit mir ein bisschen verspätet angefangen. Ja, passiert. Und irgendwie gibt es jetzt einen Bug beim Matching, dass immer schon zwei drinne sind. Das heißt, zwei kannst du immer schon abziehen. Okay. Irgendwie, also sind wir gerade das zweite Matching, so gesehen. Alles klar, gut zu wissen. Jo, dann nochmal ein herzliches Willkommen von mir. Ich freue mich, dass ihr da seid und ja, in der heutigen Folge wollen wir ein bisschen damit anfangen, über die ganze Geschichte hinter Solace und der lieben Frau des Eldritz, die er gefangen in Anführungsstrichen, manchmal mit Absicht hält. Ich habe den Satz irgendwie zu sehr verheddert. Wir fangen mit der Geschichte an. Jo. Also Jo. ich weiß nicht, erstmal Paul, kennst du dich schon ein bisschen mit der Geschichte aus? Ich meine, ich hatte ja schon mal irgendwas erzählt. Nö. Und erstmal hallo an Lord of Vampire und hallo Asia. Genau, hallo. Ja, ich mache für die Zeit der Geschichte die Soundeffekte aus. Musik von Elsa läuft aber noch im Hintergrund. Einfach nur, ist für mich ein bisschen angenehmer dann zu erzählen, weil ich habe es nicht so gern, wenn ich erzähle und dann kommen da die ganze Zeit solche Geräusche. Ja, also Solace wurde, soweit ich weiß, ich muss anders anfangen. Ich muss anders Geht anfangen. ja gut los hier. Also, es ist schwer, sowas anzufangen, weil, Ja, ich will. ich sag mal so, da wo ich es herhaue, da fing es auch mitten in der Geschichte an und da musste man sich erst reinlesen. Deswegen ist es noch schwerer, dann selbst zu erzählen, weil man muss irgendwie mitten in der Geschichte anfangen, man will das aber auch verständlich machen, ne? Jetzt fang an, los. Alle warten gespannt. Ja, also. Der Solace-Clan, den gibt es schon seit zig hundert Jahren in Elios. Und das ist auch der Clan, in dem Solace geboren wurde. Allerdings von einem anderen Vater als seine, ich glaube, vier Geschwister. Aufgrund dessen wurde er von den vier Geschwistern andauernd gemobbt, kann man so sagen. Weil er war halt der Jüngste und hatte einen anderen Vater als alle anderen. Na, und wie kleine Kinder so sind, dann wird einfach mal der Außenseiter so gesehen geärgert. Und tja, irgendwann verstarben halt die Eltern einer jungen Dame, die aus so einer Eldrit-Familie stammen. Die kennen sich halt gut mit den Eldrit aus und mit den Kräften vom Eldrit. Und der Solace-Clan hat sich dann halt gesagt, wir haben noch Platz, wir nehmen diese junge Dame einfach mal in unsere Familie auf. Und da begegnete Solace dann zum ersten Mal Hernia. Ja, Hernia war halt, wie gesagt, ein junges Mädchen und auch sie konnte schon erstaunlich gut mit der Eldrit-Energie umgehen. Erstaunlich gut. Und sie hat auch sofort gemerkt, dass Solace auch irgendwie sowas an sich hat. Der Solace, der hat irgendwie auch mit so einer Kette reagiert, die sie trägt. Und die Kette hat wohl mit Manipulation von Eldrit zu tun. Und dann hat sie sich halt entschlossen, Solace mal ein bisschen darin zu unterrichten, die Kraft des Eldritz richtig zu nutzen. Und ja, viel wird darüber nicht gesagt, außer dass die haben halt eine starke Bindung zueinander aufgebaut während der Zeit. Die waren so gesehen halt mehr als Stiefbruder und Stiefschwester, wahrscheinlich. Und der Solace wurde halt richtig gut. Und dann wurde auch schon früh entschieden, der Solace, der wird der Erbe des Sonnenmeisters sein. Der wird das später fortführen in der Familie. Und ungefähr zu der Zeit ist dann die frühere L-Lady, also die, die sich um die Kraft des Eldrites kümmert, leider verstorben und Chaos brach aus. Die Eldrite haben sich verteilt in alle Gegenden und Finsternis, glaube ich, irgendwie so. Auf jeden Fall überall Chaos und Naturkatastrophen und dann haben die halt nach einem Nachfolger gesucht und die frühere L-Lady hat sich wohl schon ein bisschen in Hernia manifestiert.
Da war wohl schon ein bisschen von ihr drin und damit hat sie dann Hernia als nächste L-Lady ausgewählt. Hier kommt jetzt der nächste Dungeon ins Spiel, der hiernach kommt. Änderung der stillstehenden Sonne. Das ist nämlich der Zeitpunkt, da war Hernia, glaube ich, 15, Solace auch, an dem Hernia einfach sozusagen verschleppt wurde. Sie wurde dann halt mitgenommen, weil es wurde halt von der früheren L-Lady festgelegt, Hernia wird die nächste L-Lady. Die kann das einfach. Und Hernia ist einfach mitgegangen, weil sie hatte schon irgendwie Vision gehabt oder sowas und sie wusste, das ist eine hohe Verantwortung und sie muss das tun, weil sonst alles halt in die Brüche geht. Solace fand das nicht so dolle. Nicht so knorkig. Kann man so sagen. Also ich fände es auch nicht so toll, wenn meine Freundin auf einmal sagen würde, nee, du, ich gehe jetzt in einen anderen Kontinent und wir sehen uns nie wieder und ich werde jetzt zu einem übermenschlichen Wesen. Tschüss. GG. Das ist nicht so dolle. Ja, Solace hat halt alles versucht, um Hernia davon abzuhalten. Das sieht man halt auch im Dungeon danach. Der kämpft halt auch gegen die Wachen alles. Aber er hat es nicht geschafft. Ziemlich zügig danach gab es dann so eine Art Koexistenzfeier. Und da wurde Hernia dann in irgendeinen Eldritch-Turm halt eingeschleust und dann wurde sie eins mit dem L und von dem Zeitpunkt an war sie die L-Frau. Und sie hat auch gemerkt, ab dem Zeitpunkt, sie verliert immer mehr Erinnerungen. Sie kann sich an immer weniger erinnern. Bald waren die Erinnerungen mit zunächst nur noch ganz blasse Erscheinungen, wo sie noch nicht mal wusste, ob das jetzt ein Traum war oder echt. Und Solace in der Zeit wurde halt an einem Koexistenzfest nach 3 oder 6 Jahren zum neuen Sonnenmeister gekürt. Oder ernannt. Keine Ahnung, wie man das sagt. Und er hat sich halt schon ziemlich schnell vorgenommen, er möchte Hernia aus diesem Turm befreien und wieder an seiner Seite haben. Und er hat dies auch jedes Mal bei jedem Koexistenzfest zu Hernia gesagt, ich werde dich da rausholen. Und jedes Mal erinnerte sich Hernia etwas weniger an Solace und es wird ihr jedes Mal ein bisschen unheimlicher, kann man schon fast sagen. Dann, ich sag mal jetzt präsent, vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren, keine Ahnung, hat Solace es dann geschafft. Und hat Hernia während eines Koexistenzfestes erfolgreich entführt. Ja, Hernia aber wusste da sofort, dass das den Eldritch sofort schwächen würde. Es würde wieder Chaos herrschen. Und sie hat sich dann eine neue Reinkarnation gesucht, sage ich mal. Und zwar Elisis. Sie hat sich ein bisschen in Elisis eingepflanzt, sozusagen, von den Gedanken, Gefühlen her und fiel dann in eine Art Koma. Ja, Solace brachte sie dann in dieses Schloss und hat sie sicher in so eine Art Aura gehüllt. Das ist hinten dieses blaue Gefäß, damit nichts mit ihr geschieht. Elisis in der Zwischenzeit war natürlich bei Eltot dann ab Belda gewesen und hat gegen die Dämonen gekämpft und in Ranox kam ja dann der Dämonenkönig. Der wurde ja erfolgreich beschworen. Der kam ja schon raus aus der Dimension. Und in dem Moment hat Hernia dann das erste Mal Macht von Elisis ergriffen und hat ihr halt die Kraft gegeben, den Dämonen zu verbannen. Mal wieder. Der war früher wohl schon mal da gewesen oder musste verbannt werden. Ergibt ja auch Sinn irgendwo, ne? Das klingt nach Zelda. Irgendwo musste ja herkommen. Das klingt ein bisschen nach Zelda. Ja, ich verbanne dich jetzt, und jetzt kommst du wieder. Hört sich ziemlich stark nach, wie heißt der nochmal? Ganondorf an. Auch nach hier von Skyward Sword, der Todbringer. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ab dem Moment hat Alice es halt immer wieder durch Hernia so ein paar Bilder bekommen, sag ich mal, vor die Augen. Und Hernia hat sie auch darauf hingewiesen, wo sie Solace und Hernia an sich halt finden. In Solace Schloss. Deswegen kommt die Truppe jetzt zum Solace Schloss und versucht, Hernia zu retten und gleichzeitig Solace davon zu überzeugen, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn es so eine L-Lady gibt oder so. Ist ja ganz schön, wenn die Welt nicht auseinanderbrechen würde.
wäre ganz knorke. Ja, die haben es halt geschafft, Hernia aus dem Gefäß zu befreien mit Alices und so und bla bla bla, bliblub. Fragt mich nicht, keine Ahnung, kompliziert. Was? Die Geschichte ist viel komplizierter als Geschichte, keine Ahnung. Und Hernia hat halt zu Solace gesagt, ich möchte wieder zurück in den Turm. Ich möchte wieder alles in Ordnung bringen. Rapunzel. Solace hat sich strikt dagegen gewehrt. Und die Truppe konnte sie irgendwie davon überzeugen, dass sie doch erstmal mit Solace hier in der Festung bleibt. Kurz danach wurde Elsort irgendwie vom Turm verschluckt. Irgendwie so als Opfergabe, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das dazu kam. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Konnte ich mir noch so oft durchlesen. Warte mal, ich muss kurz was sagen. Ja. Hanja, wirf den Naktur nach unten. Oh Gott. Und, ja. 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 Das hat mich aus dem Konzept gebracht. Du warst, dass Elsword vom Turm verschluckt wird. Oh Mann. Ja, die Truppe ist dann halt zum Eldritturm gegangen. Das ist in Elrianode oder Elrianoid. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das neue gibt es hier in Deutschland auch nicht. Schlagt mich nicht. Und die versuchen halt, Elsa daraus zu befreien. Die werden dann halt mit ihren Schatten, also ihren Ängsten und früheren Träumen konfrontiert. Und zum Beispiel Alice wird damit konfrontiert, die war doch mal Anführerin der Bäldergarde. Was will sie jetzt mit ihrem kleinen Bruder? Der ist doch sowieso viel zu schwach. Lass ihn einfach darin zurück. Und sowas halt. Oder Chang, was willst du hier? Befrei doch lieber deinen Vater aus der Dämonengewalt. Ne? Sowas greifen die auf. Und mit Ara halt Belmes. Hilf doch deinem Bruder. Der kann doch nicht andauernd bei den Dämonen bleiben. Du musst was tun. Und bei Ed? Bei Ed irgendwie, warum widmest du dich nicht deiner Forschung? Du könntest doch schon längst wieder in der Zeit zurückreisen. Irgendwie sowas. Ja gut, okay. Und ja, die haben sich alle dagegen entschlossen. Die haben alle gesagt, nee, der Elsort ist eigentlich ein ganz cooler Junge und den wollen wir lieber bei uns haben. Warum? Der Stoic-Spammer. Ja, und die haben das halt mit aller Kraft versucht und währenddessen hat Hernia es nicht ausgehalten, tatenlos zuzusehen und ist auch nach Elrianod gegangen und Solace ist halt mitgegangen, weil er gesagt hat, ich beschütze dich. Ich lasse dich nicht schon wieder da drin zurück. Diesmal und, nicht. Props an Solace, ne? Wieso kann ich den Scan nicht einsetzen? Weil Solace das verhindert. Ich habe über Solace gesprochen, er ist sauer. Hab schon. Und dann irgendwie in Elrianod angekommen, versuchen dann irgendwie Leute, keine Ahnung, woher die Leute kamen, wahrscheinlich auch irgendwie Story-Quest oder so, keine Ahnung. Dann davon zu überzeugen, dass sie sich nicht opfern muss. Dann kamen nämlich auch die anderen Erzpriester hier, die wir ja befreit haben in der Geschichte, Wassermeister, Ignia. Feuermeister, Ignia und noch irgendjemanden. Die kamen dann halt und haben gesagt, Elzort hat uns gezeigt, dass wir alleine auch die Kraft besitzen, den El stabil zu halten. Wir brauchen keine El-Lady, die sich aufopfert. Yeah! Und dann gab es ein Hin und Her und Hin und Her und dann haben die Hernia überzeugt. Und Hernia hat es dann einfach mal sein gelassen und die konnten Elzort befreien, die haben alles wieder stabilisiert, Friede, Freude, Eierkuchen. Und sie lebten glücklich, bis Solace hier im Schloss so oft von uns verprügelt wurde, dass er sich einfach gesagt hat, nein, danke, ich schließe lieber den Server. Dann ist Elsword zu Ende, oder wie? Das Spiel. Bis jetzt ist es da zu Ende. Die haben alles wieder hergestellt, die haben die Dämonen vertrieben, die haben das große Eldritstück zusammen, die haben allgemein das Eldrit-Gleichgewicht wiederhergestellt. Hernia muss sich nicht mehr aufopfern, die Priester haben wieder was zu tun. Im Moment ist die Story fertig. Heftig. Und dann kommt so ein Ain't Chase Ismael und wird dann doch böse und killt alle. Und ja, und ich muss sagen, die Geschichte ist zwar vorne und hinten total unlogisch. Nein.
Also von der Erzählung her. Also ich meine jetzt gar nicht von der Logik an sich. Ne? Bei einem Spiel soll man nie die Logik in Frage stellen. Das ist der erste Schritt, den man machen kann, um in die falsche Richtung zu gehen. Aber von der Geschichtenerzählung her. Großes Eldritch finden. Alles retten. Okay, geschafft. Dämonen töten. Alles retten. Okay, geschafft. Machen wir Dämonen. Okay, nicht geschafft. Und so. Aber abgesehen davon finde ich es eigentlich ganz cool. Das soll es eigentlich so vom Dungeon her so den Anschein macht, der ist der Böse, aber in Wirklichkeit wollte der Herrn ja eigentlich nur beschützen. Als nächstes ist dann bestimmt so ein Overwatch Elsword Crossover, wo der Junkrat der Böse ist. Muss man ja für gute Seite der Macht holen. Da kommt noch Luke Skywalker und. Naja. Auf jeden Fall. Ich muss wirklich sagen, abgesehen von den unlogischen Dingen und dem Hin und Her, hey, ist eigentlich nicht schlecht. Vor allem mit der Backstory, die da dann auch hier eingebaut haben, mit der Kindheit alles. Ja, gut. Die Geschichte, die Mühe macht sich nicht jeder. Für ein MMO. Für so ein MMO. Naja. Was sagst du denn zur Geschichte? Ich hätte mir eine richtig nice Story überlegt. Was sagst du denn zur Geschichte? Ja, ist ganz okay. ist ganz okay. Können wir über ein anderes reden. Das mit der Finsternis erinnert mich irgendwie ein bisschen an Destiny. Da kam ja auch die Finsternis und hat alles zerstört. Dann kam ja hier der, wie hieß der Wanderer oder so. Der Reisende, so hieß der. Und rettet dann alle mit der Hilfe des Lichtes. Da werden die Hüter auserwählt von den Geistern. Da wird ja auch alles in Finsternis gehüllt. Werden alle draufgehen! Werden alle sterben! Bereit ihn zu töten? Okay, nee. Übrigens jetzt beim letzten Mal auszuweichen macht doch Sinn, wegen diesen scheiß Debuff, dann machst du irgendwie keinen Schaden mehr an dem. Ach so. Oder weniger halt, das dauert dann ewig lange. Das wusste ich nicht. Danke für die Info. Deswegen weiche ich da immer aus. Nochmal. Weil es am meisten schneller geht. Auf jeden Fall. Yeah. Soundeffekte wieder an. So. Azia, bist du noch da? Ist das jetzt richtig Sieh ausgesprochen? War es jetzt richtig ausgesprochen? Ich hoffe es einfach mal. Vielleicht Azia. Nee, eben nicht, da habe ich sie davor uns genannt. Also? Ja. Scharf aussprechen. Ja, mit Aussprachen habe ich es leider nicht so. Azia. 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 Oh, 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 Azia. Keine Ahnung. Asia-Pfanne. Entschuldigung. Hast du gerade gesagt, es kam nicht an? Asia-Pfanne. Ach, Pfanne. Ach so. Oh. Du bist so gemein. Ich weiß. Und ich trinke Multivitaminsaft wie ein Badass. Ich habe auch noch einen in meinem Rucksack, aber der ist so weit weg. Oh, ein giftiger Mond. Ein giftiger Mond. Rennt alle weg. Du wolltest irgendwas über Ed erzählen. Ich hätte lieber eine richtig knorkige Story über Ed. Ja komm, hau raus. Ich hätte lieber eine Ehe. Ach so. Aber die Grundgeschichte von Ed kennst du, ne? Ja. Wobei ich immer noch nicht verstehe, wie er es überleben konnte. Den Sturz oder die ganze Zeit? Ja, den Sturz. Achso. So, Essen ist ja so in Elsa sowieso nicht das Problem anscheinend. Deswegen den Sturz. Na klar, du kannst einen Altera Kekse craften. Hallo? Hast dein Leben lang ausgesorgt.
Ja, komm rein. Oh, zum Glück, ey. Dass sie sich immer alle vor dem Dinge buffen müssen. Schlimm. Plasma Schneide! Es ist gleich vorbei, so ein Zahnarztspruch, ey. Edward. Ja, der gute Edward. Obwohl ich da den Namen Ed, also die Kurzform, irgendwie mehr mag als Edward. Edward mit den Scherenenden. Ja, deswegen. Wieder bei Ed. Ich brauche diese Stelle, wo hier Lord Robo dann so im Hintergrund irgendwie kniet oder was das war, wo er so gefangen ist und dann nur so sagt, Ed! Und Ed halt nur so, ich habe keine Verwendung mehr für dich. Alles klar. Kennst du es nicht? Jetzt sag mir gerade nichts mehr. No. Na, weil dem doch irgendwie, also er hat doch irgendwie erst mit Lord Robo zusammengearbeitet. Am Ende verrät er ihn doch und ist vor diesem Bildschirm, wo Eve drauf ist. Beste Aisha, Deutschland. Ja, wenigstens hat sie geschrieben, dass der Aufzug buggt. Kommst auch immer durch, auch wenn der buggt. Ja, aber das dauert auch immer. Egal. Wollen wir mal nicht so sein, wa? Ja. Aber welches, was ich nicht verstanden habe, wie Belmetz irgendwie der Bruder von Ara ist und wie das zustande kam, keine Ahnung. OGA. Jetzt hast du mich ja jetzt gerade erwähnt. Ja, da kann ich auch nochmal überlegen. Und was ich aber auch irgendwie ein bisschen nicht so knorke finde, ich kloppe mich durch den kompletten Hamel-SD alleine als Ed. Nur um am Ende, weil da irgendwie ein paar Dämonen aus diesen Dingern rauskommen, wo hier der gute Chunks Vater meint, ja, ich muss jetzt alleine aufhalten. Bro, ich habe den ganzen Dungeon allein geklärt. Da kann ich dir auch noch schnell helfen. Das ist auch kein Thema. Ich denke, wieso bleibt er jetzt zurück? Verarsch mich nicht. So halt. Ja, wahrscheinlich nur plus 30 war von Will ab und Will angeben. Plus 30 Ad-Waffe. Weil ich sagen muss, dass sie Heinrich noch eingebaut haben, das finde ich gut. Ja, ich auch, aber ich verstehe noch nicht halt. Also klar, ich kann verstehen, dass er da nicht groß gerettet wird oder so, weil, ne? Aber. So rein logisch, also ich weiß, logisch soll man nicht sehen, aber. Ich verstehe deinen Punkt. Wenn wir den Dungeon schon so weit gemacht haben und ihn besiegt haben, wieso brauchen wir dann seine Hilfe? Ja, warum? Für die 10 Monster, die da rauskommen, weißt du, ich habe durch den ganzen Dungeon irgendwie 60 von den Viechern totgeschnetzelt. Da mache ich eben ein Hyperactive Skill und. Zumal. Wenn selbst ich ihn besiegt habe, dann scheine ich ja stärker zu sein als er. Warum brauche ich dann seine Hilfe, um da zu entkommen? Eben. Das ist so dieses, wo ich mir sage, warum? Bisschen vielleicht soll das ja dieses Anime sein, so, ihr seid erschöpft. Nehmt meine Hilfe an. Das ist das Wenigste, was, Mindeste, was ich für euch tun kann. Wie so einen schlechten Anime halt, ne? Seid zwar eh viel, viel stärker, aber. Oder wo die Helden fast am Stern sind und dann kommt in der letzten Sekunde noch ein Dritter und so, ich rette euch! Zumal kann Ed eigentlich wirklich erschöpft sein, weil er macht doch eh fast nichts. Den seine Dynamos machen alles. Stimmt. Der ist so badass, Motherfucker. Der ist so badass, der muss sich nicht mal selbst schlagen. Das machen seine Dynamos für ihn. Jep. Wer hat, der kann, ne?
Ah, natürlich macht er den Move und nicht den vernünftigen. Ja, das ist mir auch gerade. Sag mal! Ey, Kollege. Wow. Jetzt bin ich fast gestorben. Rechts. Du hast schon überlegt. Ich mag VP, das ist mein Lieblings-Aisha. Vom Aussehen. Yay, wir können es schaffen, wenn wir aneinander glauben. Ich gehe links, mit der Macht der Freundschaft. Flieg und Sieg. Oh, mach doch was. Oh, damn. Das ist nicht so cool. Ja gut, wenn die nur noch stirbt, dann... Ja. Das ist halt, beim letzten Sprung hättet ihr nicht mitspringen sollen, sondern wir hätten auf zu dritt auf den draufkloppen sollen. Nein. Aufgrund des Debuffs hätten wir nicht genug Schaden in der Zeit gemacht. Die Eis hätte einfach bloß nicht sterben brauchen, du hättest nur ein Feld machen müssen, ich hätte einfach Seelensturm gemacht. Aber weil die Aisha gestorben ist, konnten wir den dann nicht mehr killen. Weil ich dann so viel Damage ausgeteilt, dass er noch gestorben wäre, aber naja. Weil wenn du diesen Debuff hast, dann machst du gar keinen Schaden mehr. Dann mache ich mit Seelensturm vielleicht eine halbe Leiste weg, die sonst über 3 zieht. Ich sehe gerade im Stream noch. Was siehst du gerade im Stream? Ja? Was siehst du gerade im Stream? Wie wir gefällt haben. Achso. Wobei ich sagen muss, das Spiel läuft, obwohl ich aufnehme, extrem flüssig gerade. Also klar, wir sind auch nur zu zweit, aber es geht gerade zu dritt. Ich sag mal so, es ist keine CBS dabei, die ihre beste Form mit starkes Herz macht und dann so 1000 kleine Projektile überall hinschießt. Ja gut. Antagonist ist online. Ja, der war vorhin zwischendurch auf, deswegen weiß ich nicht. Achso. Wieso hast du die Gruppe verlassen? Hä, ich bin doch noch drin. Ich sagte sie! Ich hab nur irgendein Genuschel verstanden und Gruppe verlassen. Du bist ein Genuschel. Ey. Ich glaube, ich hole mir erstmal eben eine geile XP-Medaille. Entschuldigung, dass ich gerade so aggro war. So, wie lange braucht das blöde Buff? Ja, viel zu lange. Irgendwann mit einer Minute. Ach, da war es noch eine Minute. Ja, okay. Dann warten wir. Ja, noch 40 Sekunden. So ist das Leben. Jo. Und Lord of Empire, wie geht's denn dir? Oh, mich stören gerade die In-Ears. Ich hau mein Headset wieder rein. Ja, mir sind die Schaumstoffaufsätze kaputt gegangen, deswegen habe ich jetzt diese Gummiaufsätze drin und die sind total unbequem. Oh, einen Moment. Hallo? Hi. Der Herr kann mich noch gut verstehen? Ja. Oh, wow. Ich kann mich jetzt selbst viel besser hören.
bin ich nicht mehr so übertrieben laut. Ja. Ist vielleicht ganz gut so, wa? Vor allem, wenn du mich hier sitzen sehen würdest, ich habe meine In-Ears unter meinen Kopfhörern. Das drückt schon ein bisschen mit der Zeit. Deswegen trage ich das nur auf ein Ohr so und wechsle das zwischendurch immer. Hey, schon eine halbe Stunde unterwegs. Hä? In der Tat. Ihr habt doch eine Uhr stehen. Also in OBS. In der Tat. Of course. Ah, ich habe wieder so einen Ring der Transzendenz angezogen, den man bei Post bekommen hat. Hab's so an. Weil ich habe eine Kürbismagiewaffe. Eine Kürbismagiewaffe? Eine Kürbismagiewaffe. Alles klar. Mit denen macht das Kochen Spaß. Hallo Bugsword, schön, dass du mich aus der Gruppe geworfen hast und dann sofort wieder reingeschmissen hast. Ja, ne? Das ist geil. Eben hast du gemerkt, dass es ein Bug war. Also dafür schon mal ein Fortschritt. Dafür möchte ich bitte diesen Ein-Personen-Buff haben. Natürlich habe ich ihn nicht. Oh. Die Viecher nerven so dermaßen. Wenn du nicht gerade ein L-Boy bist mit Stoic. Ja. Also ich muss sagen, das Headset, das hat viel mehr Bass, aber das hat halt nicht so einen rundum ganz schönen Sound. Okay. Es ist nicht schlimm, es ist nicht schlecht, es ist super zum Zocken, aber sag mal, wenn man jetzt die Musik ganz im vollen Umfang anhören möchte und jedes kleinste Tönchen ganz intensiv wahrnehmen möchte, dann sollte man die In-Ears benutzen. Also ich muss sagen, bei mir ist mein Computer-Headset besser. Ja, ich habe mir halt so für mein Geburtstagsgeld richtig gute In-Ears geholt, weil ich wollte eigentlich umsteigen auf In-Ears für Aufnahmen und so, habe ich ja bis jetzt auch durchgezogen, aber seitdem die Schaumstoffbezüge dafür kaputt gegangen sind, die haben dieses Memory-Form. Das musste man dann immer zusammendrücken, dann ins Ohr und dann haben die sich halt angepasst. Super bequem, super Dämpfung und man hat halt fast gar nicht gemerkt, dass man was im Ohr hatte. Aber seitdem die kaputt gegangen sind, musste ich wieder die normalen Gummidinger drauf tun und das ist so unangenehm nach einer Zeit. Und wenn man dann jeden Abend ein paar Stunden streamt, dann merkt man das schon. Na gut, also ich muss sagen, die Ohrmuschel, die ist auch schon ein bisschen gereizt von der einen Stelle, wo sonst die In-Ears immer drin sind. Das sieht man bei mir, die sind rot. Also ich muss sagen, ich habe mit In-Ears ein übelstes Problem, weil ich hole mir immer solche 6-10 Euro In-Ears, weil das halt auch meine Handykopfhörer dann sind. Und die gehen immer so schnell kaputt. Selbst wenn ich welche hole für 40 Euro, die gehen auch immer viel zu schnell kaputt. Einfach weil ich die halt den ganzen Tag rumschleppe in der Hosentasche. Deswegen lohnt es das bei mir nicht. Also In-Ears haben bei mir eine Lebensdauer von 3 Monaten, 3 bis 4 Monaten. Weil schon meine jetzigen haben auch schon wieder einen leichten Wackelkontakt. Und die habe ich vor 2 Monaten geholt. Jetzt gehst du aber nicht sehr flicksam mit dem um. Eigentlich schon. Mir ist noch kein In-Ear kaputt gegangen. Noch keins. Mir geht immer der linke hier Kopfhörer geht mir immer kaputt. Immer der linke. Der kriegt immer, erst wird er immer leiser, dann kriegt er einen Wackelkontakt und dann ist er kaputt. Komplett. Vielleicht hast du dir irgendwie angewöhnt, den in Anführungszeichen komisch in den Ohr reinzutun. Das gibt es manchmal. Man gewöhnt sich irgendeine Bewegung an, die überhaupt nicht gut dafür ist. Und dann nach einer Zeit kriegst du halt den Kabelbruch da drin.
Das Einzige, was ich mache, wo ich mir vorstellen könnte, dass es nicht so gut ist, ich wickel die Kopfhörer durch so mein Handy rum, weißt du, so. Schlimm ist das nicht. Immer noch besser, als die ganz so zusammenzuknäulen. Nee, das mache ich gar nicht. Dann müsst ihr wieder auseinandertüdeln. Ich wickel die halt immer mein Handy rum, damit die halt nicht sich so verheddern. Bei Gutscharis immer das Rechte. Tja. Naja. Sonst, wenn bei mir Headsets kaputt gehen, dann ist er meistens, weil ich dann wieder was auf dem Boden liegen gelassen habe und dann rolle ich mit meinem Computerstuhl drüber und dann höre ich nur so einen Knacks und dann denke ich mir, oh schön, wieder ein neues Headset. Tja. Also ich hatte bis jetzt nur zwei Headsets, eins habe ich gerade auf dem Kopf und das andere Headset, das ich hatte, da ist mir der Bügel vom Kopfhörer gebrochen. Ah, auch nicht schön. Na, bei mir ist auch mein Headset auch am Bügel kaputt gegangen, weil das war so empfindlich da am Bügel gewesen. Dann habe ich mir jetzt halt dieses Headset geholt, weil ich jetzt aber, das hat halt zwei feste Plastikbügel, die halt etwas hochstehen, sage ich mal, wo all die Kabel drin sind und so ein Gummi, so ein gemütliches, gepolstertes Gummiband, was so auf deinen Kopf geht. Hm. Damit also mein Bügel ja nicht kaputt gehen kann, weil das nie überdehnt wird. Das war, wo meine Bügel gebrochen ist, das kam auch nur 20 Euro oder so. Weil ich brauche eigentlich auch nicht mehr. Also zu dem Zeitpunkt zumindest. Und oh Gott, meine Stimme schon wieder. Und das jetzige, das ist halt, also die Kopfhörer halt richtig dran, die kannst du ein Stückchen rausziehen, um halt das ein bisschen größer zu machen, aber sonst ist das eigentlich ziemlich fest miteinander verbaut, aber auch gut dehnbar. Also das ist halt schon so einen gewissen Punkt, wo es dann aushält, ohne dass es bricht. Ah lol. Das könnten wir sogar schaffen, wenn wir jetzt Gas geben. Wenn er jetzt nicht noch was macht. Scheiße, wieso bin ich gestorben? Bei mir war gerade erst. Ja, das war ganz knapp. Das war ganz knapp. Ich habe ein übelst großes, rangezoomtes Hub. Er hat. Also diese Auswirkung am Ende. Das sah gerade sehr merkwürdig aus. Ja, das ist genau das, was ich ein paar Mal hatte, wo ich dann auf einmal gesagt habe: guck mal bei mir in den Stream, dann siehst du das. Was ich gerade schön finde, selbst die Vorschau bei OBS ist gerade flüssig mal, endlich. Also wie immer, dass die so ruckelig ist, aber das Video ist dann flüssig. Jetzt ist es gerade schön flüssig. Es ist auf einmal das Video und der ruckelig. Nee. Das würde ich ja sehen. Kann man bei mir zwischendurch gucken. Habe ich irgendwelche Frame-Drops zwischendurch gehabt? Keine verworfenen Frames. Also Frame-Drops bestimmt. In dem Dungeon an sich. Und ich bin halt am Stream. Und Stream ist immer ein bisschen rechenaufwendiger als Aufnehmen. Aus welchem Grund auch immer. Und ja. Wie wär's? Ich komme ganz schnell zu dir rüber. Dann benutzt du meinen Rechner zum Stream und ich spiele auf deinen weiter. Nee. Normalerweise müsste ich auch anders streamen, wenn man das professionell machen will. High Blue. Ich müsste theoretisch einen Laptop, ein Tablet oder einen zweiten Rechner haben,
mit dem Bildschirm verbinden und dann über eine Elgato den Bildschirm-Output von meinem einen Monitor auf den zweiten Monitor übertragen und da mit OBS streamen, damit der Computer nicht das Spiel rendern muss und streamen muss, sondern damit der Computer nur das Bild rendern muss, was er bekommt. Und das ist wohl eine deutlich bessere Qualität und deutlich stabiler. Aber ich konnte bis jetzt immer gut streamen. Und solange der Computer gut genug ist, werde ich mir keinen zweiten nur für Stream holen. Ich wollte gerade sagen, das ist dann ohne. Also ich sag mal so, wenn du jetzt damit so viel verdienen würdest, dass du dir von mal locker einen zweiten Computer kaufen könntest, dann würde ich nicht sehr lange zögern. Ja, dann ja, aber da du es halt wirklich hobbymäßig machst, wäre es ja eigentlich totaler Quatsch. Ja. Wir haben die 40 Minuten geknackt. Ja, passiert manchmal, wa? Auch nur manchmal. Ich hatte gerade auf OBS gerungen, da habe ich da aufs Bild gedrückt, auf OK und dann so, ah, Moment mal. Gut, Rune hat die Runde verlassen. Hat die Gruppe verlassen. GG. Das war dann wohl ihr Computer, ihr Laptop. Dann wäre es aber noch online. Wäre es nicht mehr online, so rum. Hat sie sich aus Versehen angemeldet? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht wollte sie alleine machen, damit es weniger leckt oder so. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich kein Bock auf eine Vierergruppe. Aber du warst doch dabei. Gibt es jetzt Stress? Nö. Nö. So richtig. Nö. Ja, warte. Was ich aber auch nicht verstehe, ist der Sander SD. Was das für ein Viech am Ende sein soll. Das ist die Inkarnation des bösen Dämonens im Behemoth. Was dieses Behemoth-Ding sein soll, das ist wirklich so ein riesiger laufender Felsbrocken. Ist halt ein Behemoth. Ist halt so ein Fabelwesen. Achso. Du kennst ja in fast jedem Fantasy-Spiel. Okay. Ich denke gerade an Final Fantasy. Oh. Na gut, ich spiele jetzt nicht so viele Fantasy-Spiele. Okay, ich habe voll den guten Trick gefunden, wie ich Eroberer einsetzen kann, um die Stage zu clearen. Alice, this word. Best Name, EU West. Nee, Hakenkrabsch. Das war auch eher so ein Name ist gar nicht mal so gut. Kannst auch für Hakenkrabsch verwenden. Ich finde Adblocker aber noch am kreativsten. Nee, ich fände Education und Educationer am besten. Nee. Doch. Nee, das ist richtig schlecht. Richtig gut. Nee. Also ich hätte euch mit meinem Namen öfters angeschrieben, dass der übel geil ist, als du mit deinem. Weil ich den nicht mehr spiel. Ja, aber in der Zeit, wo du ihn gespielt hast. Da waren alle angepisst, dass ich jetzt gespielt habe. Das sind sie ja oh. Und trotzdem mal, du spielst was scheiße, aber geile Namen.
Sowas kam übrigens wirklich. Hatte ich mal einen Typen gehabt, der meinte, du spielst zwar richtig scheiße, aber geiler Name. Wo ich mir dachte, ja danke. Das ist jetzt gut oder schlecht. Danke und fick dich? Ja, irgendwie so beides mein. Aber... Oh, weißt du, was wir mal aufnehmen müssten? Zusammen. Oh, das wäre die Idee. Wii Sports. Oh, nee. Oh, doch. Oh, nee. Wir beide in Wii Sports. Ja. Dafür bräuchte ich dann aber eine Elgato. Die habe ich nicht. Oh, schade. Und ich bräuchte eine Wii und die habe ich auch nicht. Ja, die könnte ich mitbringen, wenn ich zu dir komme. Wir reden mal in ein paar Jahren über die Elgato, wenn ich ein bisschen Geld zusammengespart habe, ja? Kostet ja fast so viel wie ein neuer Computer, ey. Und dann Wii Sports aufnehmen. Oh, ey, ich hab ne Elgato! Full HD, 60 FPS! Geil, Mann! Was sollen wir aufnehmen? Wii Sports! Yeah! Buddy! Ach, der ist Sports und nicht Buddy. Ups. Malia Party. It's a good, it's a Italia. Das war auf so vielen Ebenen rassistisch. Ja, Alice, schmeiß ihn noch öfters um, bitte. Ah, nee, Alice-Wort. Nee, Alice-Wort! Wort! Wer hat's verkackt? Ja, die hat's richtig verkackt. Die hat einfach angegriffen, während er den Mister links den Mister macht. Oh. Dicke, fette, blöde Kuh. Kommt ihr mal irgendwie ein bisschen heal? Ja, so kann ich arbeiten. Das ist auf dem Transzendenz-Slot, aber es hat noch Cooldown. Oh, komm. Jetzt ist langsam mal genug. Wow. Nur weil die Alice es am Anfang verkackt hat. Ganz einfach. Deswegen heißt das Spiel nicht Alice's Word. Oh. Sag mal. Ey, der fühlt sich ganz lustig, oder wie? Und die stirbt noch. Yeah. Pikapu. Dass sie weg ist. Alter. Guck mal, Pikapu im Chat. Pikachu. Du wurdest enttarnt. Ich denke gerade an den Papagei, der WTF brauchen soll. Ey, du leckst gerade bei mir, ich verstehe dich gerade nicht. Leck, 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 leck. Ja, ja, ist wieder gut. Vor allem, ich bin... immer noch Rang 141. Eben. Dungeon Ranking.
Habe ich gar nicht mehr nachgeguckt. 1104. Boah. Ich bin 200 Plätze. 200 Plätze, der Rest kam nicht an. Ey, ich bin bei Erida im Ranking. Platz 60. Nice. Ah. Im Ranking. Ich bin im Ranking. Ihr seht einen 60 FPS Ladescreen. Du bist gerade am Lag. Nein, du. Du bist am Lag. Nö. Martin, das tut. Nö. Hallo? Blablabla. Ja, aufgrund von technischen Schwierigkeiten kann Kurzwellpilot gerade nicht mitreden. Ach, du bist echt am Längen, ey. Nein, aber du. Habe ich auch gerade gemacht, das kam sofort rein. Guck bei Discord auf dem Ping. Bei mir ist Discord Ping 16 Millisekunden. Kann ich gerade nicht, da ist OBS und der Chat vor. Ich wiederhole mich gerne. Bei mir ist. Ja, das kommt zum Beispiel gerade nicht an. Der Junge macht mich fertig. Ist ein Laser rein? Ich nicht. Nee, ist er in die Laser rein? Nein, du machst mich fertig. Ach so, wieso? Du bist am Lenken und schiebst es auf mich. Ja, wenn du hier wie so ein Roboter bei mir klingst. Und du kommst bei mir abgehakt an zwischendurch. Und zwar immer, wenn du sagst, ich würde lenken. Ja, du bist bei mir übelst am Abhacken und Roboter und... Jetzt zum Beispiel, jetzt. Genau jetzt. Du bist aber wirklich am Lenken. Guck mal, mein Stream. Würde ich lenken, dann würde man das im Stream sehen. Weil dann würde auch mein Upload davon beeinträchtigt werden. Tut's aber nicht. Würde ich lenken, würde das hier nicht ankommen, so schnell. Ich drück Enter und es ist drin. Ich lenke nichts auf mein Stream. Ey, hört doch einfach mein Video im Nachhinein an. Hört er den Stream an? Ja, kann ich gerade nicht. Meine Innis sind gerade im Gebrauch. Meine Güte. Ey, das nächste Mal mache ich einen Taskmanager nebenbei auf. Ist auch alles normal. Bei mir steht alles konstant. Vielleicht hat Discord auch ein Problem, was weiß ich. Ja, das ist ja die einzige Lösung. Ja, Discord sagt mir, ich habe einen stabilen Ping von 16. Mein Stream läuft auch flüssig, das heißt, ich kann nicht laggen. Ich habe auch keine Probleme. Sonst würde ich die ganze Zeit von YouTube Fehlermeldungen bekommen, von wegen instabile Verbindungen oder zu wenig oder zu viele Bilder. Ich habe auch keine Probleme. Dann ist es Discord. Ah, ich sage, ich mag TS mehr. Was ich an Discord schöner finde, ist dieses Skype-ähnliche. Mit Freunden quatschen. Und chatten. Discord hat eigentlich auch die bessere Sprachqualität im Vergleich zu TS. Nee. Doch. Ich finde, in TS kannst du alles viel, viel besser einstellen. Bist du blöd? Nö. Nur. Nur geistig zurückgeblieben, okay. Nö, ich sag nur die Wahrheit. Du kannst Discord voll viel einstellen. Hast du dir schon mal die Audio-Einstellungen da angeguckt? Ja. Da kannst du voll viel einstellen. In TS kannst du es besser einstellen. Sag mir eine Funktion aus dem TS, die du vermisst. Dann müsste ich jetzt beides offen haben. Ja, da kann er ja gar nicht so wichtig sein. Weißt du, weil ich das letzte Mal das ganze Zeug eingestellt habe? Das habe ich einfach. Sag dir nur, wenn es so wichtig wäre, dann müsstest du das ja wissen. Das habe ich eben eingestellt und fertig.
Ich finde aber trotzdem, dass im... Nee, ich finde Discord besser. Und im TS, wenn du mit 20 Leuten im Channel bist, gibst du in den Gruppen oder Gesprächsleiter, wie es heißt. Das kannst du auch über Discord machen, wenn du einen Server aufhast. Ach so. Ja. Keine Ahnung, ich habe einen Discord keinen Server. Kostet nichts, kannst du theoretisch direkt aufmachen. Legen sie der Leiste auf der Plus. Kannst direkt einen eigenen Server erstellen, kostet auch nichts. Im Gegensatz zu TS-Servern. Guck mal, jetzt kriegt er die ganze Zeit wieder hin. Jetzt ist der eine Typ nicht in einem Chat. Und ich krieg das die ganze Zeit hin mit dem Skippen. Tja. Wie scheiße ist das? Hier ist er die ganze Zeit drauf rumgeritten. Hat er wieder nicht geschafft. Das nächste auf jeden Fall. Flawless. Ich habe deinen Schaden erhöht. Sehr freundlich. Ich weiß. Ah, so einer bist du. Ich weiß. So ganz ekliger. Ja. Ab in die Luft. Und nach links, die Herrschaften. Links. Nicht in die Luft, erstmal nach links. Wie die Alice einfach vor uns beiden nach oben fliegt. Lol. Solace. Hör mal mit dem Schlagen auf. Wenn dieser Five Helfen schon wieder stirbt, dann raste ich aus. Hä, hey, wieso hat der bisher. Wieso hat er nur einen Punkt verloren bis jetzt? Rechts. Der ist wieder am Buggen. Oh. Oh, das war der falsche. Och, Manu. Alles auf die Alice schieben. Ja, ist so. Stirb. Als ob die jetzt noch stirbt. So, stirb. Als ob die jetzt noch stirbt. Ja, oh, Portal. Oh, aber... Oh, du hast einen Würfel bekommen. Jo. Maus, da, danke. Ich drück da einfach Enter. Zum Entern. Ha, ich bin Pirat. Verstehe ich nicht. Oh. Entschuldigung, das war ein bisschen laut. Ja. Hier muss ich eine Anmerkung einfügen. Achtung, kurz wird laut. Mache ich eh nicht, aber müsste ich. Dann müsstest du ja was editieren. Nö, einfach diese YouTube-Anmerkungen. Anmerkungen gibt es gar nicht mehr. Oh, diese Einblendungen oben rechts. Eine Infokarte. Genau, ich kam auf den Namen nicht. Also echt. Die habe ich schon voll oft gemacht. Weil ich im Gegensatz zu denen die Leute auch verlinke, mit denen ich aufnehme. Ja. Entschuldigung an alle, die das gerade gesehen haben. Paul, wenn du traumatisiert werden willst, schau jetzt in den Stream. Keine Ahnung, die habe ich pausiert. Ab welchem Zeitpunkt? Kurz nach dem Portal? Ja. Da schütte ich mir gerade was ein. Ja. Ich seh's. Aber hier ist halt kein Sound dazu, ne? Oh Gott. Mach das nie wieder. Na, da ist heute Abend ein schönes Video
über WhatsApp. Das ich, das habe ich gerade gesehen. 10 gleichzeitige Streams, ich sagte hat 9. Oh, schön. Ich war kurz auf dem Buff, das sind bei mir noch 30 Sekunden. Ja, bei mir noch 2:30. Wir bei 40% zum nächsten guten alten Level. Du weißt, du wirst krank, wenn Multivitaminsaft in deinem Hals brennt. Ich bin eh schon krank im Kopf. Ich kriege immer, jedes Jahr gegen Ende des Sommers, entweder eine sehr starke Magen-Darm-Infektion oder eine verdammt krasse Entzündung im Hals. Keine Ahnung wieso. Jedes Jahr. Also ich war jetzt in 6 Jahren nicht mehr krank. Also ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Halsschmerzen, so minimaler Husten, das habe ich alles, so jedes Jahr im Winter meistens. Aber das sonst... Geilste war, als ich gerade den Wechsel hatte, also wechseln musste vom Kinderarzt zum normalen Hausarzt, ne? Da hatte ich das nämlich mit dem Hals bekommen. Konnte kaum reden, richtig Schmerzen. Und dann ging ich zum Kinderarzt und der so, ah nee, tut mir leid, wir haben dich schon umgemeldet. Hm. Und dann stand ich da. Also, der andere Arzt dazu. Ja, tut uns leid. Ich überlege gerade, wie viel ich vom Stream mit aufnehme. Wir sind schon bei einer Stunde. Tja, kommt jetzt drauf an. Wie lange willst du uploaden? Das ist nicht das Problem. Ich habe nächste Woche sturmfrei. Also, da kann ich den PC ruhig mal laufen lassen. Eieiei. Hello, darkness, my old friend. I call to you, this is the end. Ach ja. Der Live-Chat. The sound of silence. It's the final countdown. Oh, warte, ich hab noch was. Und zwar, okay. Völlig losgelöst von der fliegt das Raumschiff völlig schwer. Oh doch, man berichtigt seine Zuschauer immer. Oh geil. Der Chat macht mit. Wir singen weiter, Hello Darkness, my old friend. Wie cool. Der schönste Moment im YouTuber-Leben, wenn der Live-Chat mitsingt. Diese Aussage einfach. Ja, GG, ne? Ja, GG. Ja, GG, easy, ne? Weißt du, welche Räderklasse wir gerade dabei haben? Grindator. Eine Klasse, die in den Laser reinläuft. Oh. Und die Pfeile von oben schießen kann, die alles zum Einstürzen bringen. Die rennt schon wieder weiter! Oh, ja, GG, ne? Hey, warum macht ihr jetzt Hyper? Ich hab keine Ahnung. Unten Mädel. Rechts stand, es sind noch 4 Monster da. Ich hatte sie gedacht, die schaffen wir nicht. Mädel, was ist los mit dir? Was ist denn los mit dir? Alter, Rochares, ruhig! Hä? Ich dachte, sie ist reingerannt. Sorry, Dale Mega, Faile. Hä? Ich dachte, sie ist reingerannt. Dachte ich auch. Wie ist sie dann gestorben? Nein!
Ich bleib einfach hier oben stehen. Ich bleib einfach hier oben stehen. Schäm dich einfach. Ja, deswegen stehe ich hier oben. Das tut mir leid. Ich kann ja eigentlich so lange aufnehmen, bis meine Festplatte voll ist. Und das wäre wann? Ich habe noch so 700 GB frei. Also. Also ich habe in Anführungsstrichen nur 1 TB Festplattenspeicher. Ich muss morgen früh auch mal meinen alten Rechner noch mal kurz anschließen und was auch Google Drive hochladen, weil ich habe dann auch ein paar Dinge, vor allem die Lieder, die ich selbst komponiert habe, die habe ich noch nicht rübergezogen. Die habe ich im Moment nur als MP3-Datei und nicht halt als diese Musikdatei, die man noch bearbeiten kann. Die hätte ich nämlich schon gerne wieder. Macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Nö. Und ich bin gestern in Selbstmitleid versunken. Was? Ich habe auch diesen Billig-Keyboard gespielt, was ich halt noch habe von früher. Ich durfte ja mein Klavier nicht mitnehmen, wollte der Vermieter ja nicht. Habe ich so drauf gespielt, das hat überhaupt keine Tastendynamik, man kann also nicht laut und leise auf einmal spielen, ne? So halt stimmungsvoll und dann spiele ich da drauf oder so. Aber wirklich, da fing ich an, so ein trauriges Lied zu spielen und dann kam mir schon wirklich so eine Träne fast. Also, ey, Moment mal, das ist nicht gut hier. Da bin ich an den Computer gegangen und hab League of Legends gespielt. Das macht's nicht besser. Bei mir schon. Alles ist besser, außer sich in die Depression reinzureiten. Das ist immer schlecht. Was in LOL immer geil ist, wenn die ganzen Leute auf die Botlane gehen. Da gehören sie hin. Weil es auch so richtige Bots sind teilweise. Wann hast du denn das letzte Mal LOL gespielt? Boah. Wow. Ja, siehst du. Allein dieses Geräusch sagt mir schon, okay, länger als ein Jahr her. Ja, mindestens. 1,5, 2 Jahre? Allein dieses Geräusch, ey. Was? Dieses Ohr. Ja, genau. Allein an dem Geräusch habe ich schon direkt ärgert. Okay, länger als ein Jahr. Das Spiel ist langweilig. Ich bin Challenger, was will ich mehr? Ja. Weißt du, was lustig ist? Weil du das nächste Schwert da schon irgendwie getriggert hast, ist der Laserstrahl gerade dabei weiterzugehen, obwohl wir noch hier ganz hinten stehen. Lol. Ich hab's zwar gefailt, lieber Urgott, aber ich hab's trotzdem noch geschafft, einen großen Teil der Zeit zu skippen. Du hättest halt nicht die hingucken dürfen. Die meisten Aids hätten dir schon aufgegeben. Du darfst halt nicht hingucken, oh Gott, dann schafft es nicht. Wohin habe ich es die ganze Zeit geschafft? Ja, deswegen sag ich ja, er darf nicht hingucken. Aber! Er ist so eine Hemmschwelle halt, weißt du? Ach, wie schön, wenn er ausweichend steht, ne? Wie ist die gestorben? Wie wenig hält die Rena aus? Wie stirbt die? Die ist doch mehr Tank wie ich. Korrel. Ja, lol. Aber, lol. Das ist bestimmt nur so eine billige Ausrede. Hä, wie bin ich jetzt gestorben? Ich bin gerade verwirrt. Alter, voll der Noob! Voll der Noob!
Alter, so sehr haben wir lange nicht mehr gestruggelt, um zur zweiten Base zu kommen. Ich bin gerade richtig verwirrt. Jetzt ist sie schon wieder tot. Genau, mach Odin Speer, während er hat den Schwein, das ihn unverwundbar war. Die wäre richtig hart tot gewesen. Okay, links. Tschüss, Rena. Wenn du meinen Stream kennst, wie ist es dann möglich, dass du den Dungeon nicht kennst? Dann macht die gerade auf Platz zum ersten Mal hier. Seit den letzten zwei Wochen sind wir nur den Dungeon am Stream. Ich gehe rechts. Weil ich neu bin. Hallo neu. Wer ist neu? Den Namen kann ich leider nicht aussprechen. SGFKSNMAKSJJ. Guck doch einfach im Gruppenchat. Also. Ah, ach so, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich schäme mich. Wir brauchen Google. Was? Okay, Google. Erzähl einen Witz. Oh. Klar, hier kommt einer. Was ist flüssiger als Wasser? Hausaufgaben, die sind überflüssig. Ah. Okay, Google, noch ein Witz, bitte. Warum werden Turner meistens Tischler, wenn sie in Rente gehen? Weil sie so lange Schrauben geübt haben. Was? Okay, Google, noch ein Witz, bitte. Klar, hier kommt einer. Welche Welle können Surfer nicht nehmen? Die Donauwelle. Ah. Okay. Ich habe es vorhin schon Paul gegenüber erwähnt. Wenn ich mal ausfallen sollte, Google wird mich ersetzen. Ja. Hat genau denselben Humor wie ich. Vor allem, mir hat Google vorhin einen richtig makabren Witz erzählt. Den habe ich Paul auch geschickt. Bin vorhin einem Geisterfahrer begegnet. Der war richtig entgegenkommend. Ja, das mit dem Kaninchen im Fitnessstudio war auch nicht schlecht. Das Pumpernickel. Da musste ich sogar schmunzeln, also. Okay, Google. Okay, Google. Geht doch. Noch ein Witz, bitte. Ein Witz kommt sofort. Wo ist der Unterschied zwischen einem Fußgänger und einem Fußballspieler? Der Fußgänger geht bei grün. Der Fußballspieler geht bei rot. Okay, Google. Noch einer. Bitte. Was sagt der Hammer zu einem Daumen? Schön, dich mal wiederzutreffen. Okay, Google. Kannst auch bessere Witze. Wieso macht der Fahrschüler plötzlich eine Vollbremsung auf der Autobahn? Auf dem Navi erscheint, bitte warten.
Die Route wird neu berechnet. Okay, Google. Noch einer, bitte. Sagt die Kuh zum Polizisten, mein Mann ist auch Bulle. Oh, der ist, okay, der ist doch so richtig alt. Ich hab den noch nie gehört. Ich finde gut. Oh, nee. Ich finde gut. Was heißt dieses Wort? Welches? Was hier Urgott geschrieben hat. Kringe oder... Cringe. Was heißt das? Das kann man nicht eins zu eins übersetzen. Das ist so wie, wenn du so ein Gesicht verziehst, wenn jemand irgendwas total Dämliches gemacht hat. Ach so. Weil ich hab nämlich, das ist nach meinem Englischen Cringe. Weil ich hatte das nämlich bei Google-Besitzer eingegeben und ich habe dafür keine Übersetzung bekommen. Und daher, ja, habe ich keine Ahnung, was es heißt. Ist ja sowas Umgangssprachliches, das kannst du nicht direkt übersetzen. Ach so. Also genau wieder in Anführungsstrichen Satz Welcome to the Pride, was du auch nicht wirklich übersetzen kannst. Genau. Alles klar. Wieso leckst gerade so heftig? Bei mir habe ich gerade ein Elsa-Standbild. Richtiges Standbild? Bist du unten runtergefahren? Ich bin unten auf der Plattform aber und es steht. Yep. Jetzt weißt du, wie es mir mehr ging. Das wird sich auch nicht ändern. Ui. Sag mal, wenn du mit der Stage fertig bist. Wir sind fertig, wir warten. Okay. Tschüss, Elsort. Ja, jetzt geht's weiter. Das Glück ist mit den Dummen. Anscheinend bin ich klug. Ja. So ein Scheiß hier. Unnötig! Ja, Fahrstuhlbug. Wir lieben dich, Elsort, mit all deinen Macken. Nein, ich will Paint.net nicht öffnen. Danke. Oh Mann. Das ist aber musikalisches Gähnen. Bitte nachmachen. Genau. Okay, Google. Kannst du singen? Wenn du möchtest, kann ich dir ein Lied vorsingen. Okay, Google. Bitte sing mir ein Lied vor. Endlich ist es soweit. Ich komme ganz groß raus. Und wenn ich mich verbeug, gibt's tosenden Applaus. Was? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich auch nicht. Das war richtig random. Okay. Okay, Google. Was hältst du von Siri? Sie kommt auch aus Silicon Valley in Kalifornien. Wir sind praktisch Nachbarn. Eine sehr diplomatische Antwort. Und von Alexa? Okay, Google. Was hältst du von Alexa? Ich finde sie super zuverlässig. Sie liefert ja immer. Das goldene Zubehör ist zwischen 500 und 600 kk, glaube ich, ne? Ja, wenn man jetzt dran ist. Ja, in letzter Zeit sind da sehr viele dran. Echt? Ja, aber schon ausgepackt, also so als Ohrring und so. Ach so, ich dachte noch die Würfel. Okay, Google.
Bist du noch Single? IIK. Was? Was? IIK. IIK. Hä? Okay, Google. Okay, Google. Wie alt bist du? Kommt auf den Standpunkt an. Google wurde 1998 gegründet, aber ich habe erst 2016 angefangen. Interessant. Nice. Habe ich jetzt noch wieder an den OBS? Nee. Boi, da ist er wieder. Ich denke an dieses so. Ich habe wieder dieses Star Wars Meme im Kopf. Welches? Wo so ein Stormtrooper stirbt und der wischt ja dem anderen über den Helm und hinterlässt so eine Blutspur. Ah, kenn ich. Und da gibt es eine Szene, da ist er zurückwärts und dann kommt so Magic. Ah, alles klar. Magic. Hast du Star Wars Teil 7 gesehen? Ich schau keinen Star Wars. Ich erinnere mich gerade noch an die eine Szene, weil ich die mir gestern den ganzen Tag angeguckt habe. Aber hätte es sein können, dass du das Film trotzdem gesehen hast. Oh. Sag mir noch etwas, was ich Google fragen kann. Kennst du Kurzhip-LP? Okay, Google. Kennst du Kurzhip-LP? Entschuldigung, das verstehe ich nicht. Okay, Google. Das verletzt meine Gefühle. Hier ist eine Zusammenfassung. Dieser Befehl zum verletzt meine Gefühle. Buch von Barbara. Nee. Ob die mich kennt? Bestimmt nicht. Okay, Google. Was hältst du von Adblocker? Gern geschehen. Bereits jetzt, wie man Adblocker Plus überlisten kann. Hey! Boah. Ich will nicht überlistet werden. Ja, nicht. Ich wurde heute bei Lidl überlistet, ey. Oh nein. Ich wollte eine Packung Multivitaminsaft greifen. Dann kam da eine Oma an mir vorbei. Entschuldigen Sie bitte. Und habe ich, ja, okay, da bin ich zur Seite gegangen. Und da hat sie sich genau den Karton genommen, den ich haben wollte. Oh. Habe ich einen anderen genommen. Was mir auf den Geist geht, diese Kunden, die sich ans Regal stellen. Du musst da gerade ran und dann müssen die 10-mal den Karton umdrehen, weil die genau merken, dass du da ran musst. Ich hasse diese Leute. Und vor allem in der Frühschicht, die Menschen, die sind voll nett. Die wünschen dir guten Morgen und alles. Und dann in der Spätschicht knallen den Einkaufskorb gegen den Hinterkopf. Alles klar. Ja, nee, ist so. Also ich habe heute gedacht, ich werde von irgendeinem Mann angepöbelt. Ich habe mir so einen Einkaufswagen genommen und dann höre ich nur so, hey! Und dann lief der Mann genau auf mich zu, wollte aber zum Typen, der neben mir stand. Mein Herz, was ist denn jetzt los? Vor allem, es tut mir leid mit den Klischees, aber das sah wirklich so aus, wie man sich so einen typischen Ex-Knasti vorstellt. Ein bisschen übergewichtig, total komischer Bart, eine Narbe im Gesicht, Halbglatze. Und er kommt so auf dich zu. Tja. Mein Gott. Ich habe letztens kleinen Kindern Angst gemacht. Oh mein Gott, was ist das nicht andauernd, indem du einfach rausgehst und dein Gesicht offenbarst?
Nee, ich kam gerade vom Einkaufscenter und waren da halt so wie fünf Kinders und die haben da halt mit dem Fußball auf dem Fußgängerweg rumgekickt und haben halt, ey, ich konnte die nicht annehmen. Und die haben halt auch unter anderem versucht, gezielt Leute abzuschießen mit dem Ball. Ich dachte mir halt nur, ey, wenn die mich jetzt anschießen, dann schnappst du dir einen von drin. Jedenfalls, ich gehe da halt lang. So halt komplett in schwarz gekleidet. Ich habe noch dazu meinen leichten Bart. Sehe etwas älter aus. Ich gucke den einen, den starr ich aufs Übelste an. Weißt du, der guckt mich übel verängstigt schon an. Der bekommt den Ball zugespielt. Nimmt ihn erstmal in die Hand. Hält ihn fest. Ich gehe vorbei, starr ihn weiter an. Ich bin vorbei, hält den Ball immer noch fest. Kaum bin ich dann weg, legt den Ball langsam runter und geht weg. Ach ja. Alter, wie wollen die Henius Raumzeit in 5 Minuten 53 schaffen? Eishagel, Spam und Raven. Mehr muss man da nicht sagen. Einfach nur so ein Raven. Das reicht schon. Der mit einer plus 9 Waffe mehr Schaden macht, wie ich mit einer plus 11. Hast du denn schon ein Erida-Ranking? Nö. Ach so, okay. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe bloß vorhin die ganzen Aufnahmeversuche, konnte ich ja wegschmeißen, weil ich durch jede Runde so schlecht gelaunt war. Weil die Ada hat mich so aufgeregt mit, es steht 98, 98, wir verlieren das. Aber ich habe dann nochmal eine Runde aufgenommen, die habe ich dann zum Glück endlich mal gewonnen. Und die habe ich jetzt auch nebenbei gerade hochgeladen. Die müsste jetzt eigentlich schon fertig sein. Ich bin ja mal gespannt, ob die Datei dann auch wieder 10 GB plus groß ist. Ach, immer vom Schlimmsten ausgehen. Jo. Dann wird man immer positiv überrascht. Ist eine sehr traurige Lebenseinstellung, aber die ist leider wahr. Ich kann da nichts für. Ich habe einen Skill gemacht, der noch nicht mal freest im Dungeon. Ja, nee, irgendwie klappt das manchmal und manchmal nicht. Ich verstehe es nicht. Ich warte bei sowas immer drauf, bis ich die zweite Wand sehe. Und genau in dem Moment drücke ich dann den Skill, dann klappt es. Die habe ich ja schon bei mir gesehen. Das ist es ja. Ich drücke meist halt Ich bei oben, mir nicht. wenn oben diese Zeit, diese 19 Sekunden oder was es ist. Wenn die immer gerade am Aufblinken ist, drücke ich immer ganz schnell eroberer. Weil dann meistens kurz drauf dann das kaputt geht, das Ding. Wenn man halt jetzt zu zweit ist und da schon steht. Ein blaues Feld? Ah, okay. Du hast ja schon voll AP und MP. Wofür brauchst du mein Gelbes? Nee, ich wollte nur wissen, was das Blau macht. Der Blau, der macht nur Schaden. Muss so. Das Rote erhöht den Gesamtschaden um 50%. Und das Tiefblaue, das senkt die Abwehr des Gegners. Das ist aber ein Debuff, also wirkt es bei Solace nicht. Also macht das rote Feld bei Phase 1 eigentlich Sinn? Mache ich auch immer bei Phase 1. Okay. Das freut mich zu hören. Du weißt schon, dass Stasisfeld die so oder so one-hittet. Du brauchst aber immer so lange da hinten. Nee. Einfach Stasisfeld und Tschüss, wenn ich's Mana hab.
Viech da hinten hat überlebt. Du brauchst nur so lange. Da hat er gar keinen Schaden bekommen, lol. Hab ich die Reichweite vom Skill ein bisschen überschätzt. Elektrobeam hat's gekillt. Elektrobeam hat's gekillt. Das ist halt so. Ja, ist halt so. Kennst du von Lidl diese Riffelchips? Ja. Welche meinst du? Gesalzenen Paprika? Was magst du dann mehr? Oder isst du auch Chips? Wenn, dann meistens Paprika. Weil es gibt Sour Cream und Paprika. Also zumindest bei dem, wo ich mal einkaufen war. Und das Sour Cream, das ist ganz okay. Weil ich sagen muss, die Tortilla-Dinger, die mit Käsegeschmack von Ja, die schmecken so geil. Die sind gesalzen, schmecken leicht nach Käse und richtig gut gewürzt. Hm. Das sind halt wirklich Tortillas, die du ohne Dip essen kannst. Ist doch schön. Ja, die schmecken richtig gut. Wobei ich sagen muss, ich habe auch von anderen Marken keine Tortillas probiert. Also daher weiß ich nicht, ob es da gute Konkurrenten gibt. Genau. Ich bin ja auch gespannt, wann der YouTube-Support sich mal bei mir meldet. Weil ach, manchmal geht er bei denen richtig schnell und manchmal wartet man immer so eine Woche. Das ist wie ein S-Wort. Als ich noch Game Master war, war halt nicht so. Ich habe mir immer alle Tickets genommen, die älter als 2 Tage waren. Genau deswegen bist du nicht mehr da. Wahrscheinlich. Die haben immer gesagt, du machst viel zu viel. Mach weniger. Warum beschwert man sich darüber, dass ich viele Tickets mache? Das habe ich nicht verstanden. Naja, egal. Ja, wir reden immer vom Essen. Essen geht immer. Ist ja schon ein paar Jahre her, dass ich das letzte Mal gegessen habe. Jo, jo. Rechts rum. Ich bin ein Lama mit einem Hut. Ich bin ein Lama. Bin 1,50 Meter groß und trage Hüte. Ich habe keine Frau. Alles klar. Rechts rum. Und. Oh, wie vom Polarexpress. Und rechts und links. 1 und 2. Und keine schwere Quälerei oder keine Ahnung was. SpongeBob mal gesagt. 2. Keine Schlägerei. Ja, genau. In der Folge, wo die für Thaddäus das Orchester bilden. Ja, genau. Um Siegwert Schnösel auszustechen. Ich liebe Siegwert Schnösel. Ich liebe von der Folge. Das einfach, ist einfach vom Aussehen der Thaddäus, den man sich immer gewünscht hat. Ich liebe einfach dieses Lied, was er das SpongeBob singt. Weil das kommt so richtig random. Dieses Rocklied oder was war das? Ja, und dieses ganze Football-Team da irgendwie chillt. Ja, genau. Und die ganzen Menschen. Und da dachte ich mir auch wieder mal so: Okay, echte Menschen, check. Und dieser Ende SpongeBob-Film, wo die den Hasselhoff reiten. Ah, das war geil, das war geil. Das war so super. Ah, der auch dieses geile Andy da. Ich bin ein taubes Nüsschen. Bin ein taubes Nüsschen. Wir alle sind taube Nüsschen. Nee, du bist ein taubes Nüsschen. Wir alle sind taube Nüsschen. Yeah. Taube, 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 taube Nüsschen. Oh Mann. Ja, das Niveau vom Stream, das kann immer noch steigen. Das ist meine Aufnahme auch. Ja. Wenn ich nehme immer noch auf.
Also falls ihr gerade noch zuschaut bei mir im Video, dann irgendwann, wenn es schreibt in die Kommentare, ich bin ein taubes Nüsschen. Genau das gleiche wollte ich gerade vorschlagen. Genau das gleiche. An den Chat, wenn ihr aktiv am Zugucken seid, schreibt, ich bin ein taubes Nüsschen. Yeah. Und das war schon Milch trinken und davon besoffen werden, genau. Das war ja auch im Film drin gewesen. Oder mit der Seifenblase in der Bar. Oder also gucken, ist das ein Blubberbläschen? Ist das ein Blubberbläschen? Ach nee, SpongeBob ist schon ganz cool, die alten Folgen. Fahnenwände mit Steuern. Ey, du hast ein Ritter-Ranking, du bist Rang A. Echt? Ja, mit 5 Siegen. Was sehe ich denn das? Charakterinformation, dann drückst du einmal U. Na, Belagerung. A. B. C. D. Nice. Wir haben schon mal ein taubes Nüsschen dabei. Einer ist gegangen. Ich, ja, weil ich im Moment noch keine große Reichweite habe, sehe ich immer ganz genau in Person, wie viele gerade zugucken an der Grafik. Und ich fange gerade ein taubes Nüsschen an. Einer geht's. Oh, schön. Ach ja. Hey Paul. Hey Kurze. Hey Paul. Hey Kevin. Oh mein Gott. Das hat er jetzt nicht gesagt. Doch. Er ist kein taubes Nüsschen. Dann bist du ein geröstetes Nüsschen. Roasted. Oh nee. Getriggertes Nüsschen ist jetzt jedenfalls. Ich bin ein getriggertes Nüsschen. Oh Mann. Hey Paul. Was ist denn? Weißt du, was jetzt Spaß machen würde? Insel Erida. Okay. Melde dich an. Mach jetzt ernsthaft? In 3, 2, 1. Wo ist denn das? Okay, nochmal. Melde dich an. In 3, 2. Ich habe gerade einen Debuff, lol. Warum habe ich einen Debuff? Ach, ich weiß wieso. Bei mir ging es sofort los und ich habe abgebrochen. Deswegen habe ich den Debuff. Mit Roast Beef, ein Hühnchen, eine Pizza. Ja, das kann ich mich auch erinnern. Ah, okay, bist du bereit zum Anmelden? Ne, 17 Sekunden. Okay. Sag mir einfach Bescheid. Shh, alles wird gut. Oh Gott, ey. Ich habe gerade mein Mikrofon gestreichelt. Oh, zum Glück habe ich das Zoom gerade nicht offen. Okay, los. Zähl. 5, 4, 3, 2, 1. Lol. Oh, ich warte noch. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Was bist du dann? Mit dem Stolz ist mir neu. Das Ende ist am besten. Dann wir stinken.
Wir stinken, wir stinken, wir stinken, wir stinken. Ihr, wir seid, stinken. Nicht, ihr seid nicht hässlich, ihr stinkt nur. Ja, wir stinken. Ja, wir stinken. Patrick, was hast du so richtig? Roastbeef, Hühnchen, eine Pizza. Was hast du danach? Ein bisschen Roastbeef, Hühnchen, eine Pizza. Eisbecher. Eisbecher. Weißt du, ich gehe so, Eisbecher, bei uns ist gerade so still und geht es mit der Musik in der S-Wir los. Dö, 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 dö. Aber schön, dass wir zusammen über SpongeBob reden können. Oh, Stream Highlights. Ich bin in der Taubesnöschen. Work! Dö, 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 dö. Du bist ein taubes Nöschen, walk! Wir alle sind taube Nöschen, walk! Taube, 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 taube Nöschen, walk! Da fängt er an, irgendwas zu singen. Ja, okay, wie das, keine Ahnung. Da habe ich keine Ahnung. Das taube Nöschen mit dem walk, das hat im Kopf, aber alles andere, nee. Es geht los. Endlich. Ja, ich bin schon lange in der Runde. Nach 3 Minuten warten. Obwohl, nee, irgendwer kriegt ihn gerade nicht an. Geil. Ah, doch jetzt. Ich habe einen Chung namens Banddrohung im Team. Lol. Wird er mit einem Bann drohen? Das seht ihr im nächsten Stream. Ja, genau. Wieso versuchst du immer in meinen Streams Werbung für einen nicht vorhandenen Stream deinerseits zu machen? Hä? Ich nehme doch gerade auf. Das ist dann im nächsten Stream von das kurz. Das ist aber kein Stream. Oh, aber das ist dann im nächsten Stream, wo kurz wieder streamt, wenn, wo ich dann wieder aufnehme. Das müsste aber heißen, ich müsste jetzt aufhören zu streamen und dann direkt wieder aufnehmen. Verstehst du das? Das ist unlogisch. Weil der Redner lädt immer noch. Ich sehe wieder ein 60 FPS 1080p Ladescreen. Hier seht ihr zwei Autos. An dem einen Schild Elsford, an dem anderen Schild Eve. Ey, was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar. Noch ein Kuss, dann ist Schluss. Weil der Mann nach Hause muss. Was ist los? Was ist los? Das kommt ja bei den Simpsons. Da wolltest du wahrscheinlich kein Anspiel mehr ausmachen, aber da gab es halt Simpsons. Nee, wollte ich nicht. Da wurde Bart auf die Biene gerufen und Milhouse ist eingesprungen und dann hat der Bart aber gesagt, was ist los? So richtig dumm einfach. Oh Mann, bei mir ist das ja alles hardcore am Laggen, die Gegner. Das ist echt schlimm in Erida. Aber richtig. Noch schlimmer als bei Solace. Dadurch laggen auch die NPCs hier rum. Ich kann ihnen nicht den Schaden machen, den ich eigentlich machen müsste. Und ich habe mein Lieblingsgilde im Gegnerteam. Dismiss! Yep. Keinen Skill und no Equip. Ich bevorzuge Dismissed. Also. Ja. Und ich hab ihn gekillt. Boah, wie der.
wie die Gegner einfach so hardcore laggen. Ich kann deren NPCs nicht killen. Die sammeln hier Prozente und ich kann deren NPCs nicht killen. Weil die so hardcore laggen. Laggen. Ja, laggen kein ist... Spaß am Spiel. Ja, kein Spaß. Laggen. Laggen der Dismist Mist hier. Oh, manchmal habe ich das Gefühl, manche Leute werden fürs Laggen bezahlt, ey. Ja, wie die hier. Die machen das echt professionell. Ist nicht so. Okay. Die kriegen dich in jede Combo, aber wenn du versuchst, die anzugreifen, dann sind die auf einmal woanders. Ich versuche einfach für anderen Stage, ich habe ich mehr Glück. Ja, sieht schon ziemlich besser aus. Jetzt kommst du erst, dass du die ganze Zeit versucht, dein Tier, die Gegner, die NPCs deiner Farbe anzugreifen. Nein. Ah, das wäre auch genial. Die laggen zu sehr. Wie kannst du dich angreifen? Okay, was ich gerade lustig finde, die laggen jetzt so sehr, dass sie uns nicht angreifen können. Okay. Das ist auch mal was. Hey, that's pretty good. Hey, that's pretty good. Ach Mann. Jetzt haben die wieder beide Felder in voller. Also da leben noch alle Mobs. Also ja. Das ist gerade sehr abfuck. Wenn die Viecher so rumlegen, du kannst nichts machen. Ich mach denen keinen Schaden. Ich hasse es. Wir haben eine Grand Archer im Team und immer wenn die dann hier Odins Speer macht. Ja. Das ist hier in Erreda so, als hätten die das niemals gepatcht gehabt. Boah, Elsdorf. Oh, endlich. Jetzt kommt der IS mit seinem Kack-Hyper hier wieder an. Ja, der Hyper von IS, der ist hier einfach overpowered. Der hat keinen Schaden gemacht, weil er ihn zu früh gemacht hat. Der hat nicht ein einziges Viech damit gekillt. Geil. Aber mir geht dieses stoike Spammer von denen so auf den Sack hier. Ja, das neue Array da geht aktuell zu 90% eigentlich. Machen gerade viele, weil es halt neu ist. Also revamped wurde. Oh, diese Elle Shit. Ah, heißt leer. Ja, genau. Ja, in Erreda ist mal was los. Und gewonnen! Schön. Resonanzgrad 73. Nett. Ja, langsam, da wird das auch ein bisschen höher bei mir. Aber damit ist jetzt Schluss. Oh in der Tat. Och, geh doch mal weg, du L-Boy. Ah, oh, L-Boy. Oh Mann.
So, mein, kommt mein Hyperactive hier noch. Ins Gesicht. Ich finde es geil, wie die einfach mein Hyperactive auslecken können, dass der nicht den Schaden macht, wie er machen sollte. Ist doch schön, da freut man sich doch. Weil die sich hier wirklich komplett über die komplette Stage lenken. Ich kann sagen, ich lege wirklich nicht. Also das liegt wirklich nicht an mir. Also ich für meinen Teil, ich lege nicht. Erika wurde gerevamped und jetzt ist da auch ein kleines Event, wo man ein paar Medaillen mehr bekommt und jeden Tag eine Schriftrolle des Reisen. Kannst du sogar stacken dieses Mal. Ich lasse sich stacken. Die lassen sich dieses Mal stacken. Cool. Apropos, ich sollte dieses Mal zurück in die Gildenbank, genau. Meine Bank tun. Ich muss mir noch überlegen, auf welchen Charakter ich die dann draufklatsche, aber wahrscheinlich. Oh, Leute. Auf es eine Rose. Seht ihr, wie diese Alice ist leck, Leute? Das ist nicht feierlich. Damit ist jetzt Schluss. Hause kaputt. Die bewegt sich irgendwie alle 10 Sekunden einmal. Es scheint bei dir ja sehr witzig zuzugehen. Nee, das ist ja gerade Abfuck des Todes. Boah, das geht gar nicht. Ach, Tony. Ach, nö, jetzt ist sie schon wieder da. Geh weg. Oh. Ey, das ist so ein harter Leckwind, den die hier gerade machen. Ohne Scheiß. Leg one. Diese Alice ist. Es ist der Wahnsinn. Wir haben es gewonnen. Nice. Jetzt regt sich der Dismiss-Spieler auf, dass wir halt wegen die Lex von der Alice verloren haben. Alles klar. Geil. Junge Aura, wegen den Lex, ey. machst du gerade noch Erreda oder? Ich renne hier gerade draußen neben dir rum. Wahrscheinlich erlaubt es dir Bugsorten nicht, mich zu sehen. Wir können uns also gerne nochmal anmelden. Okay, sag Bescheid wann. 5, 4, 3, 2, 1. Bei mir geht's los? Ja. Nein. Ich hab dich nicht im Team. Ich hab dich nicht im Team. Ja, ich weiß. Ich hab einen IS und einen Windsneaker. Du wirst so abkotzen, wenn du mein Team siehst. Aber so richtig. Aber ich hab einen IS. Sein Hyperactive ist flächendeckend. Das gefällt mir. Oh, was ab ist geladen ist. Jetzt kommt's IS, IS. Oh nee. Ich will nicht Lexord spielen. Will nicht. Wieso tust du mir das an? Ah, das fängt schon an. Oh, das ist eine komische Agro-Bank bei dir. Das ist der Dismiss-Spieler, der sich eben über aufgeregt hat über die Alice's.
diese Hardcore-Stoic-Spammer. Eure Eve ist aber auch richtig genial. Sieht mich, ich greife sie an, greife eure Soldaten an, die rennen einfach an mir vorbei. Lol. Held des Tages. Machen meine Team jetzt auch mal bitte was? Ah, wir sind eine Runde, wo ich alleine spielen darf, oder wie? Deine Eve, die ignoriert mich einfach. Die tut einfach so, als wäre ich gar nicht da. Richtig. Ich greife die an, die sieht mich. Oh, hab Besseres zu tun. Richtiger Disrespect. Die will dich triggern. Ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit eure Soldaten kaputt mache. Wegen der Rüstungsdurchdringung. 100% Rüstungsdurchdringung, ne? Scheiß drauf. Scheiß drauf. Sag mal, wo ist denn mein Team? Deine Eve ist schon wieder an mir vorbeigerannt. Das regt mich langsam echt auf! Die tut so, als wäre ich kein Problem! Euer scheiß Elboy, ne? Ja, lol. Gedreckt. Oh. Gedreckt. Ich lebe doch noch. Gedreckt. Erlina. Oh, sind das schon zwei aus Dismiss bei euch? Oh. Nee. Das wird immer schlimmer. Für die Ehre. Ach schön, ihre Länder im Team zu haben, da wird man schön geheilt. Ich finde den Elboy viel schlimmer. Als alles andere gerade. Das ging richtig angenehm als Gegner. Oh. Bist du sicher? Ich habe gerade drei von deinen Typen kaputt gemacht. Vier. Ja, er hat einen Hyper gemacht. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Fünf. Geklärt. Gern geschehen. Zu spät. Ich finde die Rena so geil, die ignoriert alles. Das juckt sie nicht, oder Kirsten, das juckt sie nicht. Oh, jetzt räumt die Eva aber auf hier unten.
geh weg, du scheiß Rena, niemand mag dich. Blöder Milchtanker. Mann. Alter. Was denn? Die Lu hat viel zu viel Schaden gemacht. Diese Rena! Ey, die steht auf Ed. Eure Akrobank soll mal weggehen. Meine Güte. Wo ist mein Demon schon wieder? Meine Güte. Wenigstens habe ich diesmal schon mal eine Runde gewonnen. Oh. Ey, diese Dismiss-Lecker gehen mir auf den Geist. Diese scheiß Akrobank. Ich könnte sie in der Luft zerreißen. Oh. Alter, Vanessa geht ab. Was? Es gibt hier Vanessa aus Belda als NPC. Die geht voll ab. Alles klar. Alter, wie viel Schaden ihr macht, ist auch nicht mehr normal. Muss halt Oma sein. Vor allem, wenn wir hinten liegen. Ja, 4 Sekunden, das schafft ihr nicht. Leider. Nice. Ah, nur wegen diesen 9,6 Millionen EXP. Das beknackte Elswort. Diese blöden Ignoräder, ne? Liebe ich wie die Faust aufs Auge. Passt richtig zu der Gilde. Sorry, aber ist so. Das ist jemand ein bisschen angepisst. Nur ein kleines bisschen. Nur ein bisschen.
nicht viel. Na, nicht wirklich wegen der Niederlage, sondern eher, weil die Serena, die greift mich an und ignoriert alles. Ich gebe deinen Eroberer in die Fresse, es interessiert sie nicht. Die macht einfach ihre Actives, die sie weiter raushaut und ihre Legs-Move da. Wo ich mir denke, alter Schwede, ist klar, ne? Ist doch schön. So, hier alle guten Dinge sind drei. Ja, von mir aus. Zum Schluss, wa? Ja. Okay, Anmeldung in 3, 2, 1. Düdüm. Hast du auch? Nö. Dann breche ich ab. Jetzt habe ich eins. Nee, ich habe nicht. Ich hoffe, du hast abgebrochen. Vielleicht. Okay, du hast abgebrochen. Gar nicht wahr. Was? Das natürlich hast du abgebrochen, sonst wärst du jetzt schon längst da. Du bist gemein. Ist nur meine Meinung. Ist nur meine Meinung. Vielleicht kannst du da kurz bringen, wie viele Runs du hast. 235. Nice. Oder? Ja. Und du dürftest 236 haben. Jo. Du Verräter! Wir machen das eh noch zusammen. Du hast einen ein One vor mir. Einen ganzen One. Wenn du so wie gestern die Streams wieder anfängst, bevor ich da bin, dann hast du den vor mir. Okay, ich könnte wieder. Same hier. Anmeldung in 3, 2, 1. Hab. Ding. Ja. Ich hab dich nicht im Team. Dafür hab ich eine CBS, Lex Incoming und eine Crimson World, nicht Crimson World. Ey, du hast die beiden OP'sten Nerv-Charaktere hier in Arena bekommen, ey. Dieser Alice ist da, dieser, Was? Wer heißt die nochmal? Crimson Avenger. Ja, genau. Flächenbombardement kann richtig gut aufräumen hier. Hä, wo lebt denn hier noch was, Mensch? Boah. Ich hasse es, wenn diese NPCs immer so richtig random hier durch die Gegend, durch die Kante springen. Beiden oben bleiben, wenn die wie dich hier eigentlich unten killen müssten, finde ich auch geil. Ja, ich habe mehr Reichweite wie du, sehe ich. Oh, was ein Bot-Team. Hast du ein Problem gegen mich? Nee, ich habe ein Problem mit meinem Team.
Ich habe schon nichts gehört. Ich krieg noch solche Leute in der Räder, ne? Anstatt dass sie erstmal hier unten helfen, wo ich schon die Hälfte weggeschnetzelt hatte. Nein, gehen sie nach oben, wo noch alle da sind. Damit die Prozente ja weiterlaufen. Boah, die Eve ist aber auch so intelligent, ey. Ja, weil ihr gewinnt. Hab ich gerade in der Rüssi zerreißen Combo und was macht sie? Flieg! Oh, der Chung hat's mal gecheckt, geil. Aber. Oh, meine Fresse. Ich greif dich an, such dich nicht. Ja, super Armor. Oh, ich hasse solche intelligenten Teammates. Da war ich tot. Tschüss. Achso, du bist halt ja den 10-mal besseren Start, weil meine Teammates zu inkompetent waren am Anfang. Jetzt geht's ja langsam, aber am Anfang waren die so richtig. Oh. Das waren halt so richtige Anti-Mates, weißt du? Da haben wir dich gerade hart gesandwiched. Ich habe auch nicht gemanaprojekt. Trotzdem, wir haben dich gesandwiched. Es geht doch mal auf wen anders. Und du genauso. Noch ein Jahr Überschall. Ey, meine Teammates gehen mir so auf den Sack in diesen Modus. Die können alle nicht. Sobald irgendeine Aufnahme läuft oder irgendwas anderes live ist, krieg ich nur solche Hardcore-Pfosten im Team. Die immer auf die Stage rennen, wo noch mehr Gegner leben, als wie erstmal die andere zu clearen, wo noch einer ist, damit diese Prozente mal nicht weiterlaufen. Ich sag dann einfach mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Stream, in der nächsten Folge, im nächsten Projekt, im nächsten Leben. Da werde ich salzig. Nächstes Universum. Da werde ich salziger als das Mittelmeer.
Wir sehen uns auf der anderen Seite der... des Salzes. Illusion einer dreidimensionalen Welt, die projiziert wird von der Außenseite eines schwarzen Loches. Ich darf erst mal 2 Stunden Video hochladen, geil. String Theory. Könnt ihr gerne nachgucken. Sehr interessant. Bis dahin, ciao. Haut rein. Was tippst du, wie groß das Video ist? Welche Bitrate hast du? Die gleiche wie du. 3,5 GB. Bin ich mal gespannt. So Leute, jetzt habt ihr hier mal einen aggressiven Adblocker 20 um 23.56 Uhr erlebt. Eigentlich aggressiv kann man sich nennen, aber es nervt einfach, dass man ständig solche geilen Leute im Team hat. Und da würde ich sagen, haut rein und gib mir Tipps für Reda, wie ich das alleine gewinnen kann, weil anders kriege ich das ja eh nicht hin. Und ja, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video und euch noch eine schöne Woche.